2020 neigt sich dem Ende entgegen. Vieles war in diesem Jahr anders, auch die Adventszeit. Einen Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz gibt es nicht. Wir haben uns in Mainz umgehört, wie die Leute Weihnachten feiern. Heiligabend, das ist für uns schon heilig. Und es gibt auch seit 50 Jahren, ich bin 50 Jahre verheiratet, immer an Weihnachten dasselbe zu essen. Ich arbeite aber auch immer an Weihnachten, von daher ist eigentlich wie ein normales Arbeitswochenende. Also Essen bei den Eltern, aber sonst eigentlich ist nichts Besonderes. Wir sind immer ziemlich busy, wir haben immer jeden Tag vor Weihnachten schon, während Weihnachten und auch nach Weihnachten traditionelle Termine im Freundeskreis, mit der Familie, im Bekanntenkreis, mit Arbeitskollegen, die dieses Jahr aber auch alle virtuell stattfinden oder komplett ausfallen. Tatsächlich schnappe ich immer meinen Sohn und wir fahren dann in die Pfalz zu meinen Eltern und feiern da im kleinen Kreis mit den engsten Verwandten. Wir verreisen eigentlich nicht an Weihnachten, allerhöchstens, wenn wir Familienbesuch machen, in Berlin oder so. Aber sonst bleiben wir zu Hause und essen viel. Einerseits finde ich es halt mal was anderes irgendwie, weil manchmal so an Weihnachten ist man ja auch genervt von der ganzen Familie und denkt so, oh Gott, ey. Ich habe leider keine Enkelkinder und nur einen Sohn, der eine Frau mitbringt. Und die beiden kommen an Heiligabend zu uns. Und da gibt es Kassler und Sauerkraut. Natürlich auch noch was anderes, aber das ist die Hauptspeise. Und am ersten Weihnachtstag gehen die zwei dann zu den Schwiegereltern. Und ansonsten habe ich niemanden mehr, habe keine Eltern mehr und kein gar nichts. Also sind wir dann unabhängig von der Corona. Ich sehe das als notwendig an, aber ich weiß nicht wirklich, ob mich das zwingend schützt, weil mein eigenes persönliches Weihnachtsfest sowieso in der kleinen Familie stattfinden würde. Und das ist auch nach wie vor, glaube ich zumindest, erlaubt. Familienfeiern im kleinen Kreis sollen auch im Corona-Jahr möglich sein. Trotzdem wird es Einschränkungen geben. Was halten die Mainzerinnen und Mainzer von den Corona-Maßnahmen? Die sind eigentlich gut mit Masken und vor allem im Bus und dass wir nicht so viel uns treffen. Aber ich finde zum Beispiel, dass Restaurante und so zumachen und im Bus trotzdem keine Einschränkung gibt und die Leute aufeinander manchmal sind. Aber nee, im McDonald's dürfen wir zum Beispiel nicht hinsetzen, weil Corona. Und müssen, gestern habe ich auf dem Mülleimer gegessen, weil ich keinen Platz hatte in der Kälte. Ja, das meine ich, manche Dinge machen einfach keinen Sinn. Also ich kann verstehen, wenn größere Familien mit mehr Kontakt rechnen. Ich weiß gar nicht, die Regelungen selber sind ja irgendwie aus der Not geboren. Es ist ja nicht, dass irgendjemand da steht und sagt, jetzt nehme ich den Menschen ihre Freiheit und die finden das bestimmt alle ganz super. Sondern das ist ja irgendwie notwendig und ich glaube, dass wir das auch noch weiter ertragen können. Ja gut, beschränkt auf jeden Fall, weil es keine freiwillige Entscheidung ist. Geschützt vom Staat durch die Beschränkungen jetzt weniger, weil ich denke, dass jeder auch ein Stück Eigenverantwortung hat und da selber abwägen muss, inwieweit er sich einem Risiko aussetzen will. Ich glaube, dass wir da einfach durch müssen.